Dann kommen wir jetzt zum Antrag, zum Verfahren, wie die Antragskommission vorgeschlagen hat. Wir stimmen alternativ ab, A1 zu A2. Ja? So, ich rufe als erstes, haben wir eigentlich eine Zählkommission, Mandatskommission, übernehmt ihr das? Ja? Kommt ihr nach vorne? Wie macht ihr das? Von hinten. Gut, wir warten noch, bis Luzi die Position eingenommen hat. Wir fangen an mit A1. Wer für die Annahme von A1 ist, der Antrag, der LAFO-Antrag, den will ich jetzt ums Erheben der roten Stimme hatte. Probiert es hier vorne auch, bitte. Die Spannung steigt. Andreas, bist du durch? Leute. Der Arm wird schwerer und schwerer. Seba. So. Seba, hast du? Andreas? Luzi, hast du ein Ergebnis? 49, okay, dann haben wir 49, ja. Wer ist dagegen? Halt, Entschuldigung. Wer ist für den Antrag A2? So und, Andreas? Ich habe auch 13. Damit ist der Antrag des LAFOs angenommen worden mit 49 Stimmen. Vielen Dank. Pro forma frage ich nochmal nach den Enthaltungen. Jetzt Enthaltungen. Eins. Wollt ihr das nochmal auszählen? Eine Enthaltung. Okay, damit haben wir ein eindeutiges Ergebnis. Kommen wir zum Antrag A3. A3 ist der Antrag von Solid. Da gab es einen Vorschlag oder eine Bitte von Christina. Müsst du einen, ja? Gut, eine Minute. Genau, wir haben uns überlegt, dass wir den Antrag ein bisschen abändern, beziehungsweise die Begründung wird ja eh nicht beschlossen, in der das mit den Must-Haves drinnen steht. Das heißt, eigentlich wäre es vielleicht eh nicht so relevant. Aber weil wir auch sehen, dass es aus verhandlungstaktischer Sicht vielleicht ein bisschen problematisch ist, mit so einem Papier, das so schwer wiegt, reinzugehen, würden wir vor den Antragstext die Formulierung setzen, der Landesparteitag gibt der Verhandlungsgruppe dringend mit auf den Weg. Und damit ist es praktisch ein klarer inhaltlicher Impuls, der Landesparteitag setzt, aber nicht das Einzige, was am Ende dabei rumkommen kann. So. Damit habt ihr, wurde der Antrag nochmal geändert. Dann lasse ich über den geänderten Antrag abstimmen, wer für die geänderte Fassung des Antrages A3 ist. Den bin ich ums Erheben der roten Stimmkarte. Ich lasse mal im Moment noch nicht auszählen. Danke. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei wenigen Enthaltungen ist der Antrag von Solid einstimmig angenommen worden. Herzlichen Glückwunsch.
So, jetzt haben wir noch einen Antrag von ganz vielen Genossinnen und Genossen, ich nenne jetzt die Namen nicht, das ist der Antrag A4. Da wurde gebeten, die Punkte einzeln abzustimmen, Änderungsanträge liegen mir nicht vor. So, ihr seht auf den Seiten 10 und 11 seht ihr den Antrag. Der erste Punkt beginnt bei der Zeilenzahl 1. Wer für diesen Antrag ist? Für diesen Punkt ist. Den bin ich ums Erheben der roten Stimmkarte. Danke. Wer ist dagegen? Danke. Wer enthält sich? Das Präsidium meint, dass es eine Ablehnung war. Wird das angezweifelt? Ja, ich frage noch, ob es angezweifelt wird. Wenn du das möchtest, sehen wir aus. Bist du Delegierter? Gut. Liegt der Antrag auf Auszählung aus? Wer ist für die Annahme des ersten Abschnittes, den bin ich ums Erheben der roten Stimmkarte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ich lese 23 oder ich zähle 23. 23, danke. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, mindestens 28. Aber nee, hochhalten, Anke möchte auch noch sehen. Ja, also ich habe 28 erzählt. Stimmt. Hat jemand eine andere Meinung? Hat jemand weniger als 28? Nein, damit ist der Antrag abgelehnt worden bei einigen, der Teilantrag bei einigen Gegenstimmen. Kommen wir zum Punkt 2, zum Abschnitt 2, der beginnt bei Zeile. Haben wir noch vorhin gehabt? 4 oder 5 Enthaltungen. Der beginnt bei Zeile 26 und endet bei Zeile 45. Wer für diesen Teilantrag ist, bin ich ums Erheben der roten Stimmkarte und wir zählen gleich aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 21, 23. Ich habe wieder 23. Wird nicht angezweifelt? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir zu den Nein-Stimmen. Wer dagegen ist, den bin ich uns dahin, der rote Stimme hatte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29. Zweifelt das jemand an? Das ist nicht der Fall. Wer enthält sich? Bei einigen Enthaltungen ist der Antrag abgelehnt worden. Kommen wir zum Teilabschnitt 3, ab Zeile 46 bis Zeile 96. Wer hier ist, bin ich ums Erheben der roten Stimmkarte und gleichzeitig auszählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 23. Ich habe wieder 23. Nee, ihr müsst noch warten, bis Angel durch ist. Na, dann mach. Ich glaube, ihr seid sogar 24. Hagen hat auch noch die... Anke, wie viel hast du? Ja, diesmal 24. Nein, das sind 24. Kann das sein? Dann müssen wir jetzt nochmal aussehen, Zielkommission, bitte. Ja, tut mir leid. Ganz hoch alle nochmal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 21, 22. 22, wer ist dagegen? Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 21, 22, 23, 24, also mehr, deutlich mehr. Wer enthält sich? Bei einigen Enthaltungen wird der Punkt 3 abgelehnt. Dann haben wir zum Punkt 4, 97 bis 122. Wer dafür ist, wenn ich ganz lange hochheben der, und deutliche hochheben der roten Stimme hatte. Und wir zählen gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ich habe 16. Ich habe 16. Wer ist dagegen? Okay, deutlich mehr. Wird das angezweifelt? Nein. Wer enthält sich? Bei einigen Enthaltungen ist der Antrag ebenfalls abgelehnt, der Teilantrag. Kommen wir zum letzten Punkt, Punkt 5. 123 bis 141. Wer für die Annahme dieses Teilabschnittes ist, den bitte ich ums Erheben der roten Stimmkarte. Und auszählen gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Danke. Wer ist dagegen? Das sind mindestens 19. Wird das angezweifelt? Nein, danke. Wer enthält sich? Bei ganz wenigen Enthaltungen ist auch dieser Teilantrag abgelehnt worden. Damit haben wir alle Anträge behandelt.